Boah, also mit der Zeit haben sie an meinem Wii U Gamepad echt Staub und Dreck angesetzt. Man kann kaum noch etwas auf dem Ding sehen. Naja, zum Glück spiele ich nie in diesem, wie heißt denn der? Off-TV-Modus war es, glaube ich, oder? Naja, jetzt retten wir erstmal Selena, schon wieder eine von diesen Wikinger-Schwestern. Wie viele gibt's davon? Ey Jungs, das habe ich bislang noch gar nicht richtig angesprochen. Ihr merkt immer, an jedem dieser Level sind so Totenköpfe dran. Die geben immer an, wie hoch der Schwierigkeitsgrad in dem Level ist. Also in dem Fall haben wir eine 4, ich glaube das höchste ist 5, das heißt der Level ist recht schwer. Sieht bislang nicht so aus, aber ich Noob schaff's trotzdem hier zu fehlen. Gut, gut. Ich habe übrigens den Zeitlevel im letzten Part gegen, also nach dem letzten Part habe ich den Zeitlevel dann doch noch gepackt und ja, hat gefunzt. Was? Das hat es tot gezählt? Okay, ich nehme alles zurück. Die Häuser im Hintergrund, die gestapelt sind, oder? Naja. Ja, ihr habt schon mitbekommen, die Ära der Wii U ist zu Ende. Die Switch ist erfolgreich. Ich bereue es trotzdem, sie gekauft zu haben, weil... Komm schon, ein Spiel und... los, hoch da, hoch da. Boah. Irgendwie mache ich den Level nicht so, wie es sein soll. Kommt mir das nur so vor? So. Was? Wie hätte ich da hochkommen sollen? Und wieso? Das ist wohl unrealistisch, dass man hier eine Feuerwand jagt. Ich weiß, wie das geht. Ich muss mich nach unten stürzen lassen. Wo Raymond gerade gespawnt ist, habt ihr es gesehen? So. Moment, ich muss den richtigen Knopf finden. Ja. Die Wii U hatte ja die grundlegende Idee, genau so habe ich das gemeint. Die Wii U hatte ja die grundlegende Idee, dass man als Kind... Ja, das war ein bisschen fehl am Platz, dass die Konsole wirklich nur so ein bisschen für Kinder beworben wurde mit diesem TV-Modus. Kann das sein? Ich glaube es zwar nicht, aber könnte zumindest sein. Aber Fakt ist, die grundlegende Idee der Konsole war ja, dass man auch, wenn am Fernseher gerade irgendwie ferngeschaut wird, der Horrorfilm oder so, dass das Kind dann trotzdem noch weiter auf seiner Home-Konsole spielen kann. Ich habe es nie benutzt. Ne, wirklich, ich habe glaube ich kein einziges Mal mit dem Gamepad da gespielt. Also die Idee war für die Katz. Schon viel besser ist da die Idee, dass man die Nintendo Switch, auf der es by the way auch bald Rayman Legends geben wird. Kaufe ich mir nicht. Ganz einfach, ich habe noch nicht mal hier die Wii U-Version gespielt. Das machen wir ja jetzt. Haben wir auch gedacht, das bietet sich jetzt an, so bevor die Switch-Version rauskommt. Na gut, ich wusste ja eigentlich schon, dass eine Switch-Version rauskommt, dass ich das Let's Play gestartet habe. Die sehen alle gleich aus. Sind das die neuen Toads? Na gut, ich habe sie im letzten Part verkörpert, die Schattenseite. Ja. Die sehen alle gleich aus, wie die Toads in Color Splash und Paper Jam. Mein Gott. Okay, Flucht vor dem Boxluder. Boxluder? Ich weiß, was ein Boxenluder ist. Aber Boxluder? Ich nehme jetzt einfach mal an, das ist so ein weiblicher Gegner, der einfach auf einen eindrischt, wo ich da gerade die Riesenhände gesehen habe. Okay. Ich sag's immer wieder, bei der Torte hier kriegt man richtig Appetit. Warte, ich muss da irgendwie... Ich nehme mal an, Rayman mit der Zunge richtig. Ich hab's richtig gemacht, so. Das habe ich mir fast noch gedacht, als ich den Kleinling da gesehen habe. Mir fällt gerade ein, ich habe ja vergessen, einen Kleinling nachzuholen im... Wie zur Hölle hätte man das schaffen sollen? Hätte ich die Soße da irgendwie vorrinnen sollen? Obwohl, Soße ist das ja nicht, das ist Lava. Na gut, aber im Kuchen? Das ist auch voll unrealistisch. Der Kuchen, wenn das wirklich Lava ist, dürfte der Kuchen... Ach. Ach. Da dürfte der Kuchen ja... Also Kuchen schmilzt ja leicht. Man kennt das ja. Ich habe neulich auch eine Torte irgendwo hinliefern müssen. An eine... Ach so, das ist schon der Bosskampf, fällt mir gerade auf. So, nehme ich mal an. Der Level kommt mir bekannt vor. Ich bilde mir ein, den habe ich schon irgendwo gesehen. Aha, du schon wieder. Aber angeblich soll das ja nur geklont sein. Im Hintergrund der Kürbiscocktail, seht ihr es? Oh je. Was hat der gesagt? Der hat doch irgendwas gesagt. Zack, das ist synchronisiert. Oh mein Gott. Box, das ist keine Frau. Das ist keine Frau. Na gut, das muss man im echten Leben eigentlich unterscheiden können, aber das, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Na gut, oh mein Gott. Was, ich lebe noch? Ich lebe noch! Lauf, Rayman! Das soll ein Boxluder sein? Hallo, das sind Kerle mit Muskeln. Das sind hundertprozentig keine Luder. Ich meine, ist mir nicht bekannt, dass man als Mann den Spitznamen Luder kriegen kann, oder? Oder bin ich total weltentfremdet?
Wo starte ich denn jetzt hier? Oh Gott. Komischer Name für diesen Boss. Das Wortspiel ist ja ganz witzig, aber dann hätten sie auch so einen weiblichen Bösewichten hinstellen müssen, wenn sie Boxluder den Namen nennen. Und, oder soll es doch eine Frau darstellen? Nee, eine Frau. Na gut, es gibt schon. Ich habe da mal so eine Doku gesehen über eine Frau, die echt so wie ein Typ aussah, weil sie, nicht böse gemeint jetzt, aber die hatte wirklich Muskeln, aber ich glaube nicht, dass das sowas darstellen soll, oder? Aber wieso heißt es dann Luder? Alter! Fail vom Feinsten! Ich habe übrigens gar nicht mitgekriegt, dass wir schon beim Boss dieser Welt sind. Müssen wir jetzt gerade erst aufhören, als ich gesehen habe, der Level hat nur 3 Kleinlinge. Moment mal, wir haben jetzt schon 2 Kleinlinge davon, oder? Oh je, oh je! Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu, als hätte ich das ja schon mal erlebt. Runter, runter! Lauf! Okay, wir haben wenigstens die Kleinlinge, aber meine... Daumen hoch! Ist das eine Botschaft an euch Abonnenten? Ich bin sicher, diesen Witz hat jeder Let's Player, der das Spiel geklopft hat. Der das Spiel gelet's-played hat, hat diesen Spruch geklopft. Das wollte ich damit sagen. Oh mein Gott, was hat der übrigens ja gerade für Geräusche gemacht? War das ein Satz, ein ganzer Satz? Oh mein Gott. War fast ein lausiger Boss, wenn ich ehrlich bin. Einfach nur vor ihm wegrennen. Die anderen beiden Bosse davor waren epischer. Stand ja wirklich außen auf der Verpackung drauf, epische 3D-Bosse. Wir hatten bis... Moment mal, ein Extra-Level? Oder ist das ein... Nee, der Musik-Level ist hier. Mit Riesenringen. Was ist das? Komisch. Das Herz will ich aber haben! Was ich sagen wollte, Oh mein Gott. Diese Skelettviecher. Wusstet ihr das? Das fällt mir gerade ein. Oh je. Was für eine Hackfresse. Der sieht aus wie eine Mischung aus Eggman. Das Gesicht sieht ein bisschen... Oder Eggman? Wie besiege ich den? Der... Wie besiege ich ihn? Auf den Kopf! Nehme ich mal an. Ich dachte, der Level hat 5 Kill. Was für ein... Okay, ist das jetzt gemeint? Der Bosskampf ist episch. Ich wollte vorhin noch sagen, die Bosse bislang waren weder episch noch in 3D. Aber das hier ist episch und 3D irgendwo, weil der kommt ja vom Hintergrund daher. Aber wie besiege ich ihn? Oder muss ich einfach nur lange genug durchhalten? Weil... Und... Ach so! So! Ui! Aber... Ich habe halt Angst, dass der so wird wie der letzte Bosskampf aus Sonic Lost World. Dass man da... Habe ich Let's Played Lost World? Und da war ja der letzte Bosskampf so, dass... Ah, Kleinling! Da war der letzte Bosskampf ja so, dass, oh je! Dass im letzten Bosskampf, dass man da absichtlich warten musste, bis man ihn angreift, damit die roten Ringe auftauchen, die ja vergleichsweise hier mit den Kleinlingen einen Effekt haben. Erinnert mich voll an so einen, vielleicht kennt ihr das aus den, Asterix und Obelix Teilen da. Wie so ein Gladiator. Ihr kennt das ja schon. Wie hätte ich das ausweiten sollen, wenn ich fragen darf? Und von wo starte ich jetzt? Oh Mann. Arriba! Ist Speedy Gonzales? Um jetzt endlich mal ausreden zu können. Erinnert mich ein bisschen an den Street Fighter. Da gab es ja auch, glaube ich, so einen Kerl. Ich habe es nie gespielt, aber da gab es, glaube ich, so einen Kerl. Da hat er auch einen Auftritt in der Ralf Reichts. Na, wer kennt den Film? Das war ein Disney-Film mit lauter Videospielcharakteren. Sogar Mario und Sonic waren dabei. Nicht Sonic, ich meine nicht Mario, Sonic war dabei. Aber bei Mario war nur der Bowser dabei, nicht der Mario selbst. Soll ich von hier aus ihn irgendwie angreifen? Ach so, jetzt kapier ich erst. Ich muss da hoch, um geschützt zu sein. Ist das ein extra Boss oder warum ist hier ein zweiter Bosskampf, wenn man in der Welt... Das ist der erste Bosskampf, den ich wirklich episch finde. So, ah, jetzt verstehe ich. Was zum...
Das kann mir auch mal einer vorher sagen, dass ich da mit voller Wucht drauf muss. Aber wie kann der in der Lava bitte stehen? So. Und was ich vorhin noch sagen wollte, es gab in der Tat eine TV-Serie von Rayman. Waren nur 4 Folgen, aber die erste Folge habe ich mir angeschaut. Und das hat mich, da war Rayman irgendwie in so einem Zirkus mit noch einem anderen Typen eingesperrt. Und das hat mich gerade ein bisschen an diese Arena mit den ganzen Klonviechern da im Hintergrund erinnert. Was ich alles weiß, nicht wahr? Hat eh schon mal einer in die Kommentare geschrieben, woher weißt du nur all diese Informationen zu den Spielen? Ja, Recherche, Recherche und Recherche, wenn ich gerade nichts Besseres zu tun habe. So, räum auf hier. Gut, dann hier drauf. Oh je. Und ich habe gar nichts gemacht, oder doch? Ich habe jetzt nur nach unten gedrückt und halt den... Ich bin nicht vorher gesprungen. Was? Ein Kleinling! Ich lebe noch! Was zur Hölle? Leg dir mit einem in deiner Größe an. Falls es so jemanden überhaupt gibt! Meine Fresse! Meine Fresse! Na endlich mal, wie versprochen, ein epischer 3D-Boss. Lang kurz versprochen. Er sagt doch Arriva, Arriva. Das ist doch Speedy Gonzales-like, oder? Den mochte ich noch nie, Speedy Gonzales, aber der Spruch ist halt berühmt. Ich weiß nicht, Speedy Gonzales war mir irgendwie nicht zu kindisch, doch was. Wenn man ein Speedy Gonzales, obwohl, so kindisch war es nicht mal, aber ich mochte es einfach nicht. Und heute ist mir natürlich klar zu kindisch. Boah, Alter, leg die mit einem in deiner Größe an. So, Matsche, deine paar Freunde zusammen, deine... Was macht der für komische... Was? Oh mein Gott. Der ist gar nicht so schlecht. Und schwer. Also mit nicht so schlecht meinte ich das ja eigentlich. Meine Fresse. Na, endlich kommen epische 3D-Bosse, wie es auf dem Cover auf der Rückseite versprochen wurde. Wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Habt ihr gesehen, der Feuerball ist ihn genau vor mir verpufft. Mein Gott. Wieso? Was hat mich da jetzt getroffen? Vor allem, der Bosskampf ist wahnsinnig gut. Wie das Auge rausfliegt. Was soll das sein? Roboter? Irgendwie sieht er so aus, aber irgendwie auch nicht. Und die Augen. Überall in Rayman immer nur Augen, Augen und nochmals Augen. War das hier ein Extra-Boss? Ist der notwendig, um das Spiel zu schaffen? Ich hab doch alle Kleinlinge, ja. Ja, und hier jetzt so mexikanisch-Style. Ich denke mir doch, das vorher war gar nicht der echte Boss dieser Welt. Ja. Und... Achso, ja. Mit Faust, so wie in Rayman 1. Dass ich bald jetzt playen werde. So, viele haben sich letztes Mal, als wir einen Boss besiegt haben, haben sich viele beschwert, dass ich diese Zwischensequenz hier vorgeskippt habe. Ja, das stimmt in der Tat, dass ihr merkt, es sind 5 Löcher, heißt es gibt 5 Welten, denn ihr merkt, es ist jedes Mal ein anderer Kleinding und diese Teufelchen da pieksen auf denen herum. Ich werde es jetzt trotzdem aber überspringen, weil schon wieder Uplay. Am Asian Mail in die Kommentare geschrieben, ist sowas ähnliches wie Steam, halt so Steam Community. Gibt es das auf jeder Konsole? Also nehmen wir mal an, ich würde mir das ja für PlayStation 3 kaufen. Ich habe ja eine. Das wisst ihr bestimmt. Aber die benutze ich selten. Im Moment läuft ein Let's Play drauf. Sonic 2006. Reinschauen, reinschauen. Obwohl, kommt besser an als Rayman Legends. Obwohl es ein viel schlechteres Spiel ist. So, Mariachi Madness. Oder wie ist der Level? Da stand gerade ein anderer Name. Gitarrowirbel. Ich will Eye of the Tiger hören. Das ist typisch mexikanisches Geklumpfe. Mag ich eigentlich nicht. Und eine Wüste, Wüste. Wir kommen von einem... Den Level habe ich schon irgendwo in einem Trailer was, glaube ich, gesehen. Oder? Doch, das ist es! Das ist Eye of the Tiger!
Ich kenne die Musik wie meine Westentasche. Wie die Musik abgebrochen hat. Das ist doch Eye of the Tiger. Aber so auf Spanisch-Mexikanisch geremixed. Aber wieso heißt der Level dann nicht Eye of the Tiger? Ich kann doch deutlich hören, das ist Eye of the Tiger. Wie richtig schön dieses Dü-Dü-Dü immer spielt, wenn wir da gegenklopfen gegen die Gegner. Episch! Oh Gott, die Riesenlumps schon wieder. Looms. Ich weiß immer noch nicht, wie man die aussprechen soll. Ach so, jetzt, ja stimmt, jetzt laufen wir auf den Teilen da. It's enough. But come this. Nee, jetzt klingt's wieder nicht wie Eye of the Tiger. Ist das Eye of the Tiger? Es heißt nicht Eye of the Tiger. Es klingt teils wie Eye of the Tiger. Und jetzt klingt's. Das Musikinstrument, dieses. Das ist überhaupt nicht Eye of the Tiger. Aber die Melodie im Hintergrund klingt jetzt doch wieder wie Eye of the Tiger. Ich liebe das Lied, ja? Kam ja auch vor in Asterix und die Wikinger. In dem Film haben sie Eye of the Tiger zwischendurch so das Lied eingespielt. Das fand ich richtig cool. Das war mal so ein Remix, wo eine Frau gesungen hat. Fand ich fast noch besser als die originale Version. Das ist halt aber echt fieser. Was? Was? Wie hätte ich denn das jetzt machen sollen? But it's enough. Ich kenne den Text gar nicht so genau von dem Lied. Aber ich liebe das Lied, aber den Rayman Legends Remix hier finde ich jetzt fast schwach, weil er teils an das originale Spiel erinnert? Wie soll ich das machen? Ja, wirklich? Ich mag den Remix hier nicht, denn er erinnert teils an das Originallied, aber teils auch nicht. Und die Musikinstrumente passen einfach nicht zu dem Lied. Meine, was haben die aus einem meiner Lieblingslieder da gemacht? Und ich stelle mich ja gerade an wie ein Noob vom Dienst. Ich bin wohl der Einzige, der sich über die Musiklevel in dem Spiel beschwert hat, ich schon mal einer geschrieben. Ja, wenn sie einfach nicht wie die, wenn sie sich einfach nicht wie die originalen Lieder anhören, dann kann ich ja nichts dann. War das jetzt richtig? Was zur Hölle? Der Level war ja gut. Das Lied mag ich ja. Es hat auch teils richtig an das Originallied erinnert, aber irgendwie kann ich mich mit den Musik. Das sind ja die Musiklevel aus Super Mario Maker. Wir hatten ja in Super Mario Maker neulich Boulevard of Broken Dreams, erinnert ihr euch? Und das Lied war von einem Fan besser nachgemacht als Eye of the Tiger von den offiziellen Ubisoft-Entwicklern. Mein Gott! Ihr werdet es echt nicht verstehen, dass ich hier so über die Musik. Ach so, ich bin da. Ja, stimmt, ich habe hier noch einen Dings vergessen. Den hole ich noch nach. Das, ich habe jetzt Blatt statt 2000 gelesen. 2000 Lambs under the Sea. Wie viele Welten gibt's denn? So wenig? Dann haben wir das Spiel eigentlich bald durch. Komm, Welt 4 von 7. Ich meine, wir kommen hier gut voran. Alles bricht schon wieder auf, weil. Das hat mich schon bei Super Mario Galaxy, war es, glaube ich, gewundert. Denken die etwa. Ach so, jetzt. Ich habe mir schon gedacht, Unterwasserwelt, weil. Das sieht voll aus wie Kirby und das magische Garn. So riesen Schildkröten mit Inseln drauf. Klar kennt man diese Schauermärchen da, wer die kennt. Aber ihr wisst, was ich meine. Hier, wo muss ich lang? Aber Kirby und das magische Garn. Ich liebe das Spiel, ja? Wird zu Unrecht von manchen gehatet. Und. Ach, das ist gar keine richtige Schildkröte. Vielleicht kennt ihr ja diese ganzen Bilder im Internet oder von der World of Warcraft ist das, glaube ich. Dass, diese Riesenbilder, ihr wisst schon, wo so Schildkröten, wo so einzelne Inseln angeblich riesige Schildkröten sind. Wo zur Hölle muss ich lang, wenn ich fragen darf? Ach so, hier sind überall Lumps, die mischen sich zwischen die Fische. Ja, ganz schöner Effekt. Erinnert mich ja gerade an voll Kirby. Kirby und das magische Garn, wir haben es Let's Played. Tolles Let's Play. Nur ein paar mehr Leute hätten es schauen können. Also wer es noch nicht gesehen hat, reinziehen. Weil war wirklich sehenswert. Umstrittenes Spiel, aber ich mag es wirklich sehr. Ach so, ich denke mir noch hier. Moment mal, das
wenn das Licht rot ist, verletzt mich. Und das hat jetzt wiederum was von der Kirby und der Regenbogenpinsel. Voll Kirby. Ja, Kirby, wenn du 2D-Jump-Runs willst, dann ist Kirby die beste Wahl. Da kann keiner was sagen. Na gut, Rayman macht ihm auch Konkurrenz. Bald ja auch Sonic mit Sonic Mania. Na gut, Frage ist, ob das... Es wird sicher gut, aber Frage ist, wird es besser als die aktuellen Kirby-Spiele? Das glaube ich nicht. Nicht unter anderem, weil ich ein richtiger Kirby-Fan bin, aber... Aber ich würde fast sagen, Rayman Legends ist besser als die meisten Kirby-Spiele. Jetzt werden viele fragen, besser... Ich habe mir noch gedacht, hier unten ist was. Das ist so typisch News über Mario Bros., dass man überall in die Wände reinkam. Hier voll Piratenwelt. Obwohl, das war doch wieder aus Kirby und das magische Garn. Da gab es ja auch so ein Unterwasserlevel mit einem Piratenschiff. Und ähnliche Viechern wie die hier. Ja, hallo? Ubisoft? Kommt mal mit euren eigenen Ideen daher, wenn ich bitten darf. Das hier ist Kirby-Style. Aber richtig genial. Fast besser umgesetzt als bei Kirby. Hm. Ja, ich würde schon sagen... Na, das ist aber echt eine coole Idee, dass wenn man in diese Suchscheinwerfer kommt, dass man dann halt verletzt wird. Das ist schon eine coole Idee. Das gab's nicht bei Kirby, also das ist eine eigene Idee. Ja, ist halt so. Die besten 2D-Jump-Runs, die ich gespielt habe, nicht 3D, in Sachen 3D würde ich immer noch sagen, Mario und Sonic haben die Nase vorne. Aber klar, es gibt kein dreidimensionales Kirby-Spiel. Bislang. Und Kirby Air Ride könnt ihr euch sonst wohin stecken. Ich bin nicht... Der Spruch war jetzt vielleicht ein bisschen zu hart. Kirby Air Ride, ja, schlecht war es nicht, aber es wirkt halt wie ein Mario Kart-Klon. War schon spaßig, aber nicht Kirby. Das muss ich so muss schon mal sagen. Da drin ist hundertprozentig was. Ich gehe selber mal weiter. Ich kann ja... Oh! Oh Gott. Schnell durch! Komm schon! Ich will nicht da! Es hat jetzt wieder fast von Super Mario 64, dem Pinguin da in der... Wie hieß die Welt? Ach so, hier ist ein normaler Kleinling einfach drin, ne? Nummer? Okay, dann habe ich doch keinen verpasst. Obwohl die Großen, da wird das... Hier unten ist ein Großer. Nein, auch ein Kleiner! Wo sind denn die ganzen großen Kleinlinge hin? Aber wenigstens habe ich von denen keinen verpasst. Ja, 2D-Jump'n'Runs, da hat Kirby echt die Nase vorne. Muss man schon so sagen, denn... Es gab nie ein schlechtes Kirby-Spiel, außer Kirby Mars Attack. Und Kirby's Dream Course, aber das waren beides nur Spin-Offs. Das waren keine... Man sieht unter Wasser auch teilweise gar nicht so richtig, dass das kleine Dinge sind. Also schon ein guter Effekt. Schon wieder einer. Das läuft ja hier am laufenden Band. Wir haben alle, aber uns fehlt ein großer Kleinling. Ich bin mir ziemlich sicher, den habe ich verpasst. Oder könnt ihr hier noch kommen? Der könnte noch kommen. Wisst ihr wo? Da oben. Da oben, geht sicher. Wenn nicht, ich kann ja einfach zurückschwimmen. So, Unterwasserlevel hatten wir bislang im Spiel noch nicht, oder? Aber die sind richtig gut. Die Steuerung funktioniert gut. Das fehlt den meisten Spielen mit Unterwasser. Ja, super. Und wie ich mich gut geschlagen habe. Ich bin halt von den News über Mario Bros. Spielen, wo irgendwie, zumindest in den Home-Konsolen-Teilen, wo irgendwie in jeder Ecke so ein Dings drinnen ist und wo jede Wand irgendwie begehbar ist, bin ich das halt schon gewöhnt. Die Steuerung unter Wasser, Videospiele haben halt, man erinnert sich an Super Mario 64, Galaxy oder auch Zelda Ocarina of Time, wo die Unterwassersteuerung immer so übelst schlecht war. Und da freut man sich halt immer, wenn ein Spiel gute Unterwassersteuerung hat, wie eben das hier. Boah, ich habe gerade richtig viel Spaß am Spiel. Nachdem mich vorher noch ein bisschen gestresst hat mit den Bossen, jetzt? Alter, ich will gar nicht aufhören zu spielen. So viel Spaß. In 2D-Jump-Runs mit Unterwasser? Na gut, unbeliebtester Level-Artstyle in Super Mario Maker. Ich weiß. Kann ich auch irgendwo verstehen. Ja, aber es ist ja ein Unterschied, ob man Unterwasser-Level spielt und die einen imponieren und dem Bioshock? Sah aus wie Bioshock. Kennt ihr die Serie? Ich mag sie nicht, weil... Bioshock, ich habe gehört, das wurde irgendwie nominiert zusammen mit Zelda Breath of the Wild so unter der Liste der Top 10 besten Videospiele aller Zeiten. Habe ich irgendwas gehört? Bioshock. Der Typ ist in PlayStation All-Stars dabei. Ja, Rayman sollte ja eigentlich auch in Super Smash Bros. Und PlayStation All-Stars auftreten. Aber weil er halt von keinem wirklichen Exklusivtitel, also selbst das allererste Rayman bekam, ein Nintendo-Remake und ein Sega-Port.
Also es gab weder einen Nintendo-exklusiven Rayman-Titel noch einen wirklich PlayStation-exklusiven. So, jetzt wollte ich Sonic sagen. Rayman-Titel. Oh Gott, wenn man bedenkt, wie einplattformig ich früher unterwegs war, ist es doch ein Wunder, wie viele Serien ich kenne. Das ist jetzt aber unrealistisch, dass diese Kisten da irgendwie alle... Nee, die Idee gefällt mir nicht hier. Aber die Idee ist voll Bioshock. So die Atmosphäre hier kommt mir zumindest so vor. Oh. Von der Seite ist doch sicher was in der Box drinnen, oder? Nee. Strange. Oh je, Mine. Bam. Aber irgendwas hat der Level hat das für. Ach so, das ist gar kein Wasser, das ist Glas. Aber wo eben Wasser durch. Ah! Ach so, die schießen einen Laser. Das ist gar nicht das Licht, was einen verletzt. Interesting. Ach du lieber Himmel. Wie noobig kann man sein? Mein schönes Herz, das brauche ich doch in dem Level hier. Aber Schwierigkeitsgrad legt zu, na endlich mal. Die Level waren nämlich teilweise schon fies, aber eben nicht wirklich schwer. Jetzt nutzen sie endlich mal auf. Und bislang in dem Part kein Murphy-Level. Auch wenn das die große Neuerung an dem Spiel ist, ich mag sie nicht. Wo wir gerade vom Teufel reden. Das ist aber eine gute Idee. Das passt auch irgendwie hier mit Globox und so. Warte, was ist denn da oben? Wie quetscht der sich denn zusammen? Wie war denn das bei Earthbound? War da mal irgendwas? Warte. Da unten ist ein Kleinling. So ist glaube ich. Oh ja, genau. Dann kommt er nach unten und rettet den. Okay, erster. Passt. Wie muss ich das jetzt drehen? Sodass der den da rettet. War ja einfach. Was? Dreh? Ihr müsstet sehen, wie ich gerade mein Gamepad drehe. Wie ein... Ich drehe mein Gamepad gerade echt um 1000 Grad. Boah. Die Musik hat was von der Mission Impossible. Boah. Moment. Ja, keinen verpasst. Ach so, das hat zum Secret geführt. Meine Güte. Gamepad Action. Mal wieder ein Level, wo ich mir einfach nur denke, wie zur Hölle geht der auf der PlayStation? Ach so, der Typ da. Boah, die Level hier sind gut. Aber ich muss halt erst mein Gamepad neigen. Wieso? Weil... Ihr hättet gerade sehen müssen, ich habe es wirklich einmal komplett herumgedreht. Das ist eine 360-Grad-Drehung. Weil ist halt so. So, da und jetzt da. Wow. Geil. Ich benutze das Wort nicht gerne, aber diesmal muss ich's. Boah. Ubisoft hat schon ein echtes Meisterwerk erschaffen mit dem Spiel hier. So, da dauerhaft. Mach ihn kalter. So, was ist das? Das sind... So, hier. Hier hoch. Hier hoch. So, jetzt da. Ja. Ich habe mir noch gedacht, da oben ist was. Ein Glück, dass Globox... Huh, zu viel zu erzählen. Zu viel zu erzählen. Ich überlege gerade auch so ein bisschen, über was ich ein bisschen reden könnte, während ich mich hier konzentriere. Mal, jetzt, na gut, jetzt mal eine interessante Frage. Ah, hier ist wieder ein Kleinling. Ich hab's mir noch gedacht. Die Musik ist voll Mission Impossible, oder? Ist das hier eine Anlehnung dran? So, halten, 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 super. Jetzt andere Frage. Welches Rayman-Spiel würde... War das richtig so? Ja, denn da unten... Ist da ein Secret oder geht's da weiter? Hallo? Das ist doch Mission Impossible, das kann mir keiner... mein Stift! Was? Was? Versehentlich ein Secret gefunden.
Ja, richtig. Ach so, da unten. Nein. Ach so. Ich hoffe einfach mal, dass es da richtig reingeht. So. Das ist doch Mission Impossible, oder? Da gab es ja auch so ein Level in Super Mario Maker. Rein da. Hoch da, hoch da. Ich schätze mal, da ist ein Sieg. Nein, ist es nicht! Ist es nicht! Doch! Ist es? Was zur Hölle? Das ist die Challenge-Raummucke. Boah! What the? Was? Wie? Ist das jetzt ein Challenge-Raum oder geht's hier aber? Was ist das hier? Boah, das Gamepad wird hier extrem gut genutzt. Das ist ja fast schon eine Schande, dass das Spiel dann später auf andere. Doch, das ist ein Challenge-Raum. Da war es doch richtig, dass ich da entlang gegangen bin. Ich habe halt oben noch ein kleines Ding gesehen in dem vorderen Raum. Entschuldige uns, dass die Rayman Legends Parts teilweise recht lang sind. Aber ich möchte halt meine Strategie in letzter Zeit längere Parts. Ja, du darfst gehen. Wow. Also Globox. Murphy meine ich, der haltet die ja fest. So. Ach so, das hat schon gereicht. Aber hätte dann der Kleinling nicht rein theoretisch auch zerquetscht werden müssen? Hier ist eine Münze. Habe ich mir noch gedacht, aber ist hier sonst noch irgendwas? Ich hoffe aber mal nicht. Die jetzt hat er die Münze erst reingesackt. Ach, da war auch einer drinnen. Wir haben alle. Was? Was? Nein! So, Love. Die Musik ist doch voll Mission Impossible, oder? Habe ich nie gesehen. Aber ihr wisst ja bekanntlich, Basic Andreas hat ein Selfie mit Tom Cruise. Der war in Österreich, in Wien. Da wurde ja, glaube ich, für Mission Impossible 5 irgendwas gedreht. In Österreich. Ich kenne mich nicht so aus. Ich muss mal einen schauen. Mission Impossible sollen ja sehr gute Filme sein. Fast so gut wie diese Level hier. Also wirklich alle Level in dem Part waren wunderbar. Auch Eye of the Tiger und so. Aber Eye of the Tiger, ich weiß nicht. Irgendwas hat mir gefehlt an dem Lied. Es war schlecht geremixed, wenn ich ehrlich bin. So, 7. Genialitätsstufe. Wunderbar, wir haben eigentlich noch gar keine von diesen Lamps ausgegeben, oder? Gut, weitermachen würde ich dann sagen. Im nächsten Part sehen wir uns dann also wieder. Was da wohl auf uns wartet, ich bin gespannt.